Hallo, der Blind Spectator, vor euch am Mikrofon. Willkommen zurück bei There Is No Game Wrong Dimension. Wir sind jetzt in der Welt von The Ring gelandet, offensichtlich. Geist, Besessenheit, Poltergeist, Miss Voodoo, 555-2368. Küsschen aus der Getriebefabrik. Funktioniert das so? What? Ah? You plugged in the video input. Ja. Oh, you just couldn't help yourself, could you? What the actual fuck? Whoa, that doesn't look very sturdy. In der Tat. Stop, user! Wird schon passen. Can't you see you're making things worse? Ich versuch's zu reparieren. Don't tell me you've broken another coffee cup, Watson. Watson? You called Holmes? Holmes? Is it me or is there an echo all of a sudden? Watson, did you hear that? Warum hat Holmes einen Bart? There was nothing human about that scream. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? All of this is most exciting. Plötzlich ein Adventure Game. What on earth is going on? Hey, those look like interaction icons. I think we're in a game. Oh goodness, we can't stay here. Do the icons in the game work? No. Schon mal das. No, that can only mean one thing. We're trapped in this world, just like these fictional characters. A world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion. User, we've probably entered a different video game dimension. Oh, do Gottes Willen. Anything. It's what you do best. Ich try. Find a way out, please. We should not be here. Wäre auch ein bisschen gewesen. Now we must avoid running into those characters again at all cost. Mm-hmm. I fear the consequences. All of this is Mr. Glitch's fault. He's das got sehe ich aber auch mind, so. But I don't know what. Menschen. Aha. User, are you still there? Ja, ich arbeite, Junge. Have you poked all around the screen? There may be a way out. Perhaps. Watch out. I thought I saw a shard of glass. Ja. Don't cut ja, yourself schon. On it. Or tear anything off. And ah. There we go. Let's just tear everything down. And what are you going to do with that stamp anyway? Put it on. Oh, that's disgusting. Ja, Junge, so funktionieren Briefmarken. Aber mehr nützt mir das leider momentan auch noch nicht. Ja, jetzt kurz. Ach nee. Und das. Moment, können wir damit. Macht auch keinen Sinn, dass wir den Brief damit verschicken, den wir ja erst, wo wir die Briefmarke hier abgezogen haben. Also ich habe jetzt eine angeleckte Briefmarke. Nichts. Wir haben halt keinen Brief. Moment, wir haben da einen Brief, theoretisch. Aber nützt uns das was? Bei dem Spiel hier will ich nichts ausschließen. Irgendwie kommt mir das hier aber vor wie so eine alte Codescheibe. Die gab es bei Curse of Monkey Island zum Beispiel auch bei den ersten beiden Teilen. Das war dann, um den Code fürs Spiel einzugeben, damit man das Spiel überhaupt starten kann. Quasi der Kopierschutz damals. War mega crazy. Und so ein bisschen kommt mir das vor, oder wie so eine Scheibe aus einem Exit-Game.
Wir müssten vor allem halt auch auf die Seite hier kommen. Allerdings potenziell noch nicht jetzt. Wir hier noch. Und das sie selbst sind ja an sich schon Umschläge quasi oder sowas, ne? Aha, ich hab die Faustdeck gemacht. Did you take off one of the game's icons? Scheinbar. The one with the bent corner? Ja. And just what do you plan to do with that fist? Hier vielleicht ins Gesicht hauen? Ich weiß es noch nicht. In den Mund stecken. When I asked you to find a way out, I was talking about this dimension. Ja, aber irgendwie. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. There is something written on this strange hatch. Characters, quiet! Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbor, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key. The key to open a door? You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Don't make a sound, user! What was that sound? Ich weiß es nicht. A lost penny. It's my lucky day. Your lucky evening, my friend. Aha. Da ist der Mond, Junge. Mach den weg. Was noch irgendwas? Make a sound, user. Not a sound. Wieso die machen ja nichts. Wir haben da jetzt so ein Penny. Aber den kriege ich da nicht raus. Oder was? Hierfür haben wir nichts Neues mehr. Wir können die Schrauben nicht wegfausten. Die Luke können wir auch nicht wegfausten. Tricky. Denselben nochmal. You'll finally be able to pay your share of the rent. Dann ist irgendwas falsch. Wenn man diese Aktion die ganze Zeit wiederholen kann. Another? There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. Packt er den jetzt von allein so hin, ja? A feeling of déjà vu. Ich werde da jetzt versuchen. Okay, dann muss ich vielleicht was mit dem Penny machen, wenn er da oben aufblinkt. Leave that coin on the folded inventory paper. I'm getting
getting a feeling of déjà vu. Huh? User, stop cheating for goodness sake! Holmes, I have the impression that there is whispering going on around us. A sort of voice with a Russian accent. But I'm not! There, did you hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind. With a Russian accent. Wir haben eine Münze. What are you going to do now with that coin? Ich weiß es noch nicht so genau. There aren't any equipment vendors here. You certainly have a thing for tinkering. Das habe ich schon mal im echten Leben versucht, hat aber nicht so gut funktioniert. That's not a good idea, user. No! Where are the monitor's circuits? It looks like the set of the game, but seen from the other side. Mhm. Außen irgendwas? Also das Ding ist im Weg. Höchstwahrscheinlich. Fäuste. Nein, nein. Nein. Post abgeschlossen. Nein. 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 Nein, nein, nein. Da ist ein Farbcode an der Wand. Schon klar. Ich weiß auch, wie man Farben mischt, danke. Aber. Hier gibt's einen anderen Hintergrund, der ist mal. I know what you're going to do. Don't you dare go help them out. Fauste das Ding weg. User, you're really irritating. Aha, my Bartitsu techniques have gotten the better of this door. Auf jeden. Come, Watson, let's go inside. Don't go with them. Hier ist auf jeden Fall nochmal, okay. Mr. Wilhelm, are you there? It's far too dark in here. I can't be expected to walk around in the dark, Sherlock. So try to find us some light, Watson. Etwas Licht. These characters are trapped in the dark. We're lucky. Let's cross our fingers and hope that they can find the light. Correction. Let's cross our fingers and hope that you can find the light. Fixing a machine with a stamp. How yep. Logical. Auf jeden. Just in case, I hope it's not connected to a light source. No, 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 no. Where is the fake moon going? I hope it's not. Wahrscheinlich aber genau das. Fuck. Der Glitch. Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon. This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Ist normal. What has he got on his face? Mr. Glitch, oh no. It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. And it's serious? You're a disgrace to the medical profession. Let me take a closer look at it. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Hmm.
Don't touch that! That machine doesn't look like it's plugged in anyways. Eingesteckt, Junge. Was habe ich denn eingesteckt? What was that sound like? Ach, das Telefon? I think it came from this odd device. Oh yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's telephone. It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? Wahrscheinlich this nur eins. Is the only one of its kind. So it's useless. It's useless. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Poor soul. It looks das war auch der Wilhelmsschrei. Komm, mach's nochmal. Is it just me or did the red letter move? Ja, doch. Hearing him scream. Gib mir den Buchstaben. Finish him with your Bartitsu, Holmes. It's unbearable. How dare you steal from Mr. Wilhelm's scream? Put that edge back. Ach, darum heißt er Wilhelm, weil das, weil der den Wilhelm Schrei macht. Oh Gott, ist es. You have no business with this letter H. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Da ist noch was zum Schrauben. Ha, ich hab's Auge. I think you've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't. I'm a program. Aber können wir dir, also, ja, jetzt können wir potenziell in den Raum gucken, ne? Und das beenden, aber ich hab so, also, die Luke angucken. Und vielleicht geht's damit weiter, vielleicht kommen wir dann aber auch aus diesem Adventure raus. Und eigentlich, ich hab so das Gefühl, man könnte hier vielleicht tatsächlich noch helfen, den Fall zu lösen oder sowas. Aber ihr weiß es nicht. Gucken wir mal. Okay, funktioniert ohnehin nicht. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Esst das Auge. Ups, nein. Haben wir denn noch auf den Rückseiten irgendwas, oder? If you were thinking about moving that fake wall, forget about it. The marks on the ground show that a piece of rail is missing. Or a letter of the A. Hey, a big red ball. Like a juicy cherry. Mhm. Was machen wir damit? Dann dafür ist die Farbtabelle an der Wand. Den Sachen haben wir auch noch gar nichts gemacht. Was war hier? Wir können den Mond dadurch wieder wegziehen. Looks like the fuses have blown. Well then find a way to fix it, my good man. I haven't finished my investigation. Okay, das geht nur dann, wenn der Mond da ist, quasi, ne? Ja, dann krieg den Mond wieder. Nichts machen. Oh. Ich glaube, ich habe das auch wichtig wird, dass wir das mal machen. Stop playing around with everything you come across. Somebody will notice us. Anyway, it's just pixel porridge. And I don't have a magnifying glass on me. Das heißt, wir brauchen das Magnifying Glass.
Macht an sich irgendwie Sinn, ne? Aber wie kriegen wir es aus Holmes Hand? Ich weiß halt auch noch nicht, welche Farbe wir brauchen für diesen komischen Ball, was das soll. Da wackelt so bedenklich, ne? Aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns damit weiter in der nächsten Folge der Blind Spectator. War euer Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin Kawaii. Abonnieren. Video anschauen. Noch ein Video anschauen. Alle Videos anschauen.